Ach, war doch klar, die ist total high. Immer diese Pilze, oh Gott. Ey, die Vorbotin oder Vorbote, aber ich denke, dass man sie, weil man so einen weiblichen Gesang gehört hat, ist bestimmt ein Hippie. Das sage ich jetzt zwar, glaube ich, schon zum dritten Mal, aber echt, die Anzeichen dafür sind da. Step outside the boundaries of your mind. Lose yourself in the eternal collective unconscious. And rot. Listen, lady, why don't you try using some deodorant? Because honestly, you smell like shit. This one was just as insolent. Rosalind! Now, open your heart. And let my music guide you into the world of everlasting peace and rot and hell. Ich sag doch, das ist ein Hippie. Into the rush of chaos and dark. Wow. Nein, nein. Ey, ich will nicht mit deiner Hippie-Musik konfrontiert werden. Wow. Wow, und weg. Wow, wow. Ausweichen, ausweichen. Wow. Wow, ich hab keine Muni mehr, aber da hinten ist welche. Ich brauch Muni. Ach, mein Gott, darf ich mir noch mit diesen ganzen Peace und so in Ruhe. Ich meine, wow. Ja. Wow. Schnell weg. Oh Gott, so viel braucht ihr nicht mehr. Wo ist sie denn? Ah, da. Ah, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, aber jetzt aber. Ha. So viel zu Peace und so weiter. Die Großkonzerne haben mich geschickt. Ey, komm schon, der Wikinger hat dich doch. Ey, ihr habt doch so viel Gras geraucht, ganz ehrlich. Und tschüss. Wow. Und tschüss. Und tschüss. Es kann nur eine geben, wow. Wow, wow, wow. Ach, was wollte ich gerade sagen? Bin ich getroffen oder muss ich nur nachladen? Wow. Ach man, ich muss mich auf so vieles konzentrieren. Mein Gott, auf welchen Trip hat man uns diesen geschickt? Wow. Oh Gott. Wow. Wow. Geh doch mal weg. Na? Oh man. Au. Okay, da wurden wir wieder willig vom Mähdrescher überfahren. Ah, okay. Wow, wow, hey, hey. Ich will nicht in deine Musik da eingetaucht werden. Ich heiße zwar so ein Musiker, nein, die nein. Aber ich habe eine andere Musikrichtung im Sinn gehabt. Wow. Ah. Komm schon, spiel jetzt Spiel auf dem Mähdrescher. Danke. Okay, bis jetzt ist er noch eigentlich ganz lässig. Ganz lässig. Wow, hey. Mann, ich will nicht in eurer Zauberblase wegfliegen. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Und tschüss. Wow, wo ist sie denn? Da. Wow, hey. Oh Gott. Wow, ich habe nicht... Ja, ich habe nicht gerade viel Muni da. Ich muss mal wieder auffüllen. Am besten voll. Okay, zwei sind noch übrig. Das heißt, so richtige Illusionen sind das jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, zieh doch da drauf. Geh weg. Wow, nee.
Oh, ihr mit euren Zauberblasen, hey! Das ist nicht gerade die feine englische Art. Oh, tschüss. Wow. Wow, 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 Juliet. Ah, verdammt. Wieso kann ich nicht, Okay, wir haben auch noch Zeit. Yo. Hard Rock, Halleluja. Solche Musik mögen solche... Ja, nicht. Ach, komm schon. Teile dich noch an 8. Ja, mach noch 8 aus dir. Boah. Wow. Oh Mann, ey. Hör auf, mich auf irgendwelche scheiß Trips zu schicken. Ich war doch die ganze Zeit clean. Wow. Mann, nicht nachladen. Immer schön drauf, drauf, drauf. Wow. Lässt ihr uns auch mal in Ruhe oder müsst ihr es dann noch ein Feuer abhauen? Oh, diese Augen noch im Hintergrund. Oh, was für ein Drogentrip habt ihr mich eigentlich geschickt? Das werdet ihr büßen. Okay, wieder abhauen. Masterhand ist uns nach den Fersen. Aber wenn wir noch einen guten Abstand haben, dann wollen wir mal. Zack, zack, zack. Okay, eine ist weg. Aber die brauchen nicht mehr viel. Ah. Das ist dafür, dass ihr mich auf irgendwelche scheiß Trips geschickt habt mit euren atomaren Filzen oder so. Oh Mann, ey. Wow, wow, wow. Jetzt machen die ernst, oder? Au. Steh auf, aber die Hand ist weg. Wow. Wow, jetzt die Schmetterlinge. Oh, ich habe keine Moni mehr. Aus irgendeinem Grund habe ich keine Moni mehr. Wow, schnell weg. Ach so, die Schmetterlinge hatten uns irgendwie in Mangel. Deswegen mussten wir die Taste drücken. Wow, und weg. Okay, das war jetzt aber alles, oder? Hol dir deinen anderen Trip. Oder, ja, das war kein guter Spruch. Tut mir leid, mir ist gerade der Spruch ausgegangen. Aber hör einfach auf, mich auf irgendwelche scheiß Drogentrips zu schicken. Gott, ey. Immer diese Hippie. Ja, hier, Dreckshippie. Das sage ich doch. Choke on your Birkenstocks, you psilocybin munching moron. Heavy. Peace out. Way out. Jetzt können sie eins mit der Natur werden. Die Kinder selbst aus, als wäre die komplett high. Wow. We've been here the whole time. Rosalind? She's not here. Hey there, Juliet. Are you ready to boogie-woogie? Who is this? The one you ain't gonna level up on. Why are you pretending to be Stephen Hawking? I got the freaky little super freak right here. Get your hands off of me, you zombie pedo! Juliet, don't worry about me, If you want your sister back, baby, you need to win a game with me. Make your way to the Poultry Fun Center. I can't wait to party with your crew like it's 1983. It's a trap, Juliet. We can't just rush in there alone. We don't have any other choice, Nick. Who's gonna help us? Hey, baby. Daddy!
your starling? Ja. Ich hab das Gefühl, unser nächster Gegner wird irgend so einer. So ein Disco-Typ sein. Kein A-Rang, oder? Excellent. Doch ein B-Rang. Okay, mit B gebe ich mich zufrieden. Egal. Ach, dann wird jetzt noch ihr Daddy uns helfen. Das ganze, die ganze Familie kommt noch zusammen. Egal. So, wir hatten in diesem Part den Trip unseres Lebens gehabt. Aber ich denke, das war auch der letzte für heute. Heute im nächsten Part geil weiter. Tut mir leid, ich bin noch etwas vom Trip beeinflusst. Gott. So, ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Im nächsten Part geht es weiter mit dem Fuzzy Fun Center. Mit Hilfe von ihrem Daddy. Und, ah, ihr wisst ja schon, den Typ, auf den Juliettes Freunde immer so schön steht. Also die weiblichen, nicht die männlichen, ja? Ja, und die haben Rose. Und der Vorbote hat Rosalind jetzt ja gefangen. Und die müssen wir jetzt da mit Daddy da rausholen. Und, ja. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen die Vorstellung, was mich da noch erwarten wird in dem Fuzzy Fun Center, so wie sich der Typ schon angehört hat und wo er gesagt hat, das wird eine Party wie in den 80ern oder in den 70ern oder ich glaube, das waren die 80er oder 70er. Die 60er hatten wir schon auf der O'Bannon Farm. Ja, also, wer nicht kapiert hat, der kann es ja mal reinschreiben, aber egal, im nächsten Part geht es wieder, wie gesagt, weiter mit dem Fuzzy Fun Center. Also, bis zum nächsten Part, Leute, und ciao!